Shalom Aleichem, wir lernen weiter täglichen Tanja. Heute 23. Nisan, Schaltja, wir sind in der Mitte von Kapitel 42. Jeder Mensch, egal wer ist es, wenn er denkt über Hashem jeden Tag eine Stunde, wie Hashem ist oben und wie Hashem ist unten, wie Hashem hat geschafft Himmel und Erde. Und er ist wirklich in die ganze Welt. Und er schaut und prüft deine Nieren und dein Herz und deine Taten und deine Reden und deine Schritten. Hashem zählt unsere Schritten. Deshalb steht geschrieben, wenn ein Mensch hat zwei Synagogen, soll er gehen zu die, die weit ist, weil da hat er mehr Schritten. Oder andererseits besser zu den Nähe, aber immer regelmäßig. Dann hast du mehr Schritten bei in den Nähe und du wirst nicht faul sein. Auf jeden Fall, wenn man macht eine Mitzwe, ist auch wegen dem Schritte. Wenn ein Mensch denkt darüber, weiß er, dass Hashem ist überall, so wie Rabbi Yochanan ben Zakkai hat gesagt, seine Schüler vor seinem Tod, ihr sollt Furcht und Angst haben von Gott, so wie ihr Angst hat von Menschen. Wenn ein Mensch sündigt, tut etwas, das er nicht machen soll, er macht zu die Gardinen. Warum? Weil er will nicht, soll man ihm sehen. Ein Mitarbeiter will jetzt anstatt arbeiten, spielen, Computerspiel. Was macht er? Er schließt seine Zimmer. Er legt sogar ein Schild, Meeting. Warum? Weil er schämt sich von Menschen. Aber Hashem sieht doch alles. Es gibt doch eine versteckte Kamera von Gott, von dem Boss, von den Menschen. Hast du Angst? Von Hashem nicht. Deshalb, das ist die Jira Tatoe, das ist die untere Furcht. Dass jeder Mensch hat das in seiner Seele. Und dass dieser Verstand, diese Erklärung schenkt der Mensch Matzpun bestimmte Gewissen in das Herz, die wirklich kommt in Herzen drinnen. Das heißt, der alte Rebbe sagt, dass der Mensch soll nicht vergessen, dass die Ehrfurcht vom Respekt kommt nach dem Ehrfurcht von Handlung. Dass der Mensch versteht, dass Hashem ist die ganze Zeit und überall über ihm. Er sieht, er hört. Und auch wenn der Mensch denkt, er ist unter seiner Decke und niemand sieht das, was er tut, wenn ein Mensch verbergt sich und versteckt und er denkt, dass niemand sieht ihn, macht er einen großen Fehler. Hashem sieht alles. Und Hashem sieht auch deine Gedanken, Hashem sieht auch dein Herzen und Hashem sieht auch deine Nieren und deine Moral, was du wirklich im Herzen hast. Du kannst niemand narren, nur dir selbst vielleicht. Shkoyach.